Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, Rückblick, Chicharito, Javier Hernandez, aka Chicharito, ist die nächste Flashback SBC, richtig nice. Ein Rückblick in die Saison 2010-2011, damals war er noch bei Manchester United, wie wir hier sehen, und er war natürlich aktiv für die mexikanische Nationalmannschaft. Wir müssen hier zwei 84er Teams abgeben, ich habe knapp, naja, so 50-60k ausgegeben, vielleicht sogar 70, ja, fürs Video unter anderem und ja, Sammlereffekt, ne, ihr wisst wie es ist. Schöner Reim. Genau, hier gibt es auf jeden Fall für die Red Devil Challenge, wo wir ein Manchester United Spiel abgeben müssen und darum ein 84er Rated Team bauen müssen plus eine 85er Chemie. Dafür gibt es ein 45k Pack. Ich habe hier 9 Spieler auf Loyalität, Leute. Also das bräuchtet ihr auch, wenn ihr das 1:1 nachbauen wollt. Ansonsten, es würden auch 8 reichen, wenn ihr Aspas noch umformt. Genau. Genau. Oder? Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Achtet hier auf jeden Fall darauf, wenn ihr es nachgebaut habt und es nicht reicht, dann müsst ihr halt den Loyalitätsglitch anwenden. Der dauert ja nicht allzu lange und ja, ne, ihr wisst's. Das dauert nicht so lange und es gehört dann halt dazu, wenn ihr keine Loyalität habt. Es gibt bestimmt auch noch andere, billigere Varianten auf Footbin oder so, dann guckt danach, auch ohne Loyalität. Aber für mich wartet es hier halt am günstigsten und ich muss ja irgendwo auch auf meine Coins achten. Ich habe ja nur nicht unbegrenzte Coins. Ihr seht es im Hintergrund, habe mir hier nur Juan Mata und den guten Zlatan Ibrahimovic gekauft. Beide zusammen für circa, ich glaube, 12k. 7,5 und upsala. 7,5 und 5,3. Ja, das passt ja. 12,8, also knapp 13k für die erste Challenge. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Darunter waren noch ein paar untradable Spieler, von daher hätte ich die jetzt auch nicht verkaufen können. Das heißt, ja, hätte ich eh für SBCs benutzt und warum dann nicht für diese? Genau, L3 ist die nächste Challenge, da brauchen wir mindestens 3 Mexikaner, einen 84er Rated Squad darum und eine 85er Chemie wieder mal. Die habe ich ja auch exakt erreicht und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler gekauft, das heißt 5 Spieler auf Loyalität. Ihr könntet noch einen Chemiepunkt rausholen hier oben rechts. Also ihr bräuchtet nur 4 Spieler auf Loyalität, wenn ihr das 1:1 nachbauen wollt, beziehungsweise 4-3, wenn ihr Joao Mario noch als ZDM umformt. Also ihr bräuchtet hier 3 Spieler auf Loyalität oder natürlich, ihr kauft euch, weiß ich nicht, hier einen 84er Rated Linksverteidiger, dann müsste das auch schon reichen mit den Positionswechseln dann auch noch. Genau, ich habe hier Handanovic, Miranda, Felipe, Herrera, Cuadrado und Joao Mario CL gekauft. Ist nicht das billigste, gerade die beiden hier haben gut gekostet, 16k und 27k, aber der Rest war dann halt ganz solide. Gut, Cuadrado für 7,9 ist halt, ne, weil die Challenge gerade rausgekommen ist und man higher rated Mexikaner braucht, genauso wie F56, ist halt nicht so billig, aber ja, was willst du machen, gehört nochmal dazu. Wer vorher, weiß ich nicht, Lozano Inform oder so gekauft hat oder Wähler Inform, ich glaube, die sind dadurch mega angestiegen so. Da an die GG, aber naja, egal. Ich kann damit auch leben, da ein paar Coins rauszuhauen. Wir kriegen dafür ein 35k Pack. Wie gesagt, achtet auf die Loyalität und eben ja auf die Positionskarten. Die kann man ja auch nochmal benutzen. Ja, damit macht man auch noch ein, zwei Chemiepunkte gut. Und dann sehen wir uns natürlich wieder mal den wunderschönen Walkout an, den EA für uns hier vorbereitet hat. Richtig nice. Wäre noch geiler, wenn das Bild halt in HD wäre, was da gleich kommen wird. Ich finde es immer so schade, dass sie das da nicht hinbekommen. Wobei das hier jetzt eigentlich optisch noch geht, muss man sagen. Das sieht hier sogar richtig nice aus mit diesem schönen Filter über das Bild. Ja, wobei das hier sogar im... Das ist sogar im West Ham Trikot und nicht mal im damaligen Manchester United Trikot. Gut, war ja bei Götze und bei Juan Fran, glaube ich, auch so. Und bei Pedro auch, dass es ein aktuelles Trikot ist und nicht ein altes. Aber wäre irgendwie sogar noch cooler, wenn man ehrlich ist. Gut, würde bei Dortmund, ja gut, das würde ich halt auch nicht passen, weil er ja aktuell bei West Ham spielt. Ist ja auch egal, weil Götze jetzt auch nicht geklappt, weil Götze damals bei Bayern gespielt hat, aber egal. Genau, Chicharito, mittelgering, Arbeitsraten sind halt nicht so nice. Er ist dafür angenehm schnell, hat einen guten Schuss, einen richtig nicen Abschluss, ein sehr gutes Stellungsspiel noch dazu. Gutes Dribbling, ist kopfballstark wie Sau, denn er ist mit 1,75 zwar mega klein, aber hat 92 Kopfballstärke und 89 Kopfballpräzision. Also da an der Stelle richtig gute Werte. 73 Ausdauer ist
naja, solide. Ich komme mit Auber ganz gut klar und ich glaube, er hat auch 76 oder so. Von daher passt es. Ja, angenehm schnell, wie gesagt. Geiler Antritt mit 91. Kann man auf jeden Fall machen. 82 Sprintgeschwindigkeit ist dann nicht so geil im Verhältnis gesehen, aber am Ende reicht es dann, denke ich mal. Wir haben ein nices Team of the Week am Start mit natürlich Edinson Cavani, David Silva und Marco Reus unter anderem. Jonas Hector ist ja immer noch 50k wert. Alter, der ist immer noch fast extinct und 50k wert, Leute. Das ist so krank, Alter. Eieiei. Wenn wir den ziehen, dann GG. Dann haben wir fast schon dann haben wir mehr als die Hälfte sogar schon rausgeholt aus dem, was wir ausgegeben haben. Von daher, let's go in die Packs. Mal gucken, vielleicht kriegen wir wenigstens einen Walkout aus den beiden Packs. Wäre ja ganz nice. Erstes Pack ist direkt schon mal am Bildschirm. Das ist schon mal ganz gut. Na, ein spanischer, ne? Adan, okay. Aber ein 83er nimmt man mit. Prime Gold Spieler Sets habe ich bis jetzt nie so wirklich gute Erfahrungen gemacht. Deswegen, ja, erwarte ich da jetzt auch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ansonsten noch Nuri Sahin dahinter und ja, der Rest ist nicht sonderlich erwähnenswert. Jan Sommer ist halt auch nichts wert, muss man sagen. Ein Eder dürfte auch nichts wert sein, richtig. Akanji, ja, der geht nochmal weg, weil Sancho und so. Let's go. Guarin dürfte auch nichts wert sein, ein Jill auch nicht. Genau. Und ein Grilich ist halt non-rare und dadurch ein bisschen was wert. Bietet sich schon hoch im Endeffekt, also, ups, hey, falschen Knopf gedrückt, weg damit, let's go in das Megapack, da habe ich ein bisschen Erwartungen dran oder Hoffnung, die mag ich mehr als die Prime Goldspieler Sets, bringt mir nichts, denn es ist kein Walkout, vielleicht wenigstens ein Bildschirm, das ist sogar schlechter als das erste, alles klar, ja gut, Wijnaldum nimmt man mit. Aber, ja, bringt halt nichts, ne. Vielleicht ist ja ein Cuadrado oder ein Herrera drunter oder ein Corona. Wäre ja ganz nice, aber ich denke mal nicht. Es ist ein Bernardeschi drunter, der mir aber auch nichts bringt. Nehmen wir da also mit. Ansonsten, ja, Wijnaldum müsste ja was wert sein. Let's go. So. Badland, natürlich nichts wert. Ein Raphael, ist der was wert? So, warum auch? Dumbia logischerweise auch nicht, aber der sollte was wert sein. Ich bin nochmal Sicherheit, genau. So, weg damit. Weg damit. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das jetzt auch von in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.